Stell dir vor, du bist Tierarzt, kommst in den OP und am Tisch sitzt eine fette Kröte. Naja, tatsächlich kommt sowas gar nicht mal so selten bei mir vor. Diese Colorado-Kröte hatte ein Gewächs im Maul, das sie seit mehreren Tagen stört. Sie wurde also in Narkose gelegt und die Bilder, die aussehen, als würde ich gerade jemandem ein Tattoo stechen, zeigen eigentlich nur, wie ich gerade dabei bin, der Kröte den Tumor mit einem Elektrokauter zu entfernen. Kröte gut, alles gut. Unser kleiner Freund ist wunderbar aus der Narkose erwacht und darf schon bald wieder zu seinen Freunden zurück. Folgt mir für mehr Einblicke in meinen Alltag.